Ins Kinder- und Jugendzentrum dürfen alle Kinder und Jugendlichen von 8 bis 21 Jahren. Und egal, woher sie kommen, das ist uns völlig egal. Und welches Alter haben die meisten, die kommen? Ja, die allermeisten, also fängt vielleicht so bei 10 an und bis 16. So, dann sind es teilweise, die Älteren sind dann die ehemaligen, die uns dann immer noch mal besuchen kommen. Und ja, aber sonst so 10 bis 16 ist das meiste Alter. Und was können die Kinder hier machen, was sie zu Hause nicht machen können? Ja, wir sind ja hier gerade im Toberaum, da kann natürlich getobt werden und der Raum ist wahrscheinlich auch größer als ein Kinderzimmer zu Hause. Aufgeräumt werden muss trotzdem, und aber hier kann, ja, hier kann man laut sein, hier kann man sich austoben. Hier schicken wir auch gerne mal die Kinder hin, wenn sie unten rum anfangen rumzutoben, dann sagen wir, geht nach oben, tobt euch aus. Aber ansonsten werden wir sicherlich nachher auch noch sehen, Billard spielen, kickern und alles. Das sind so die Hauptsachen, die hier gemacht werden, wo wir auch gut in Kontakt kommen mit den Kindern, wenn wir gegen die Billard spielen, und basteln kann man hier. Wir haben eine Töpferei mit einem eigenen Töpferofen, wo dann auch alles gebrannt werden kann. Ganz viele Brettspiele natürlich und eine Tischtennisplatte drin oder draußen. Basketball kann man draußen spielen. Ja. Also alles Mögliche. Das hier ist der Konferenzraum. Hier haben wir zweimal im Monat immer unsere große Dienstbesprechung. Da dürfen wir unsere Wünsche äußern, die wir uns fürs QC wünschen. Und werden die Wünsche auch erfüllt? Ja, das kommt drauf an, was es ist, aber die meisten werden dann auch erfüllt. Und wir erwarten auch demnächst den Bürgermeister hier im Kiez. Und da haben wir dann auch eine große Dienstbesprechung, wo wir auch unsere Wünsche an den Bürgermeister. In den Osterferien haben wir immer ein kunterbuntes Programm, was sich von den Kindern und Jugendlichen auch gewünscht wird. Da sammeln wir die Ideen und dann wird gemeinsam entschieden, was stattfindet. Und in den Sommerferien gibt es das Gleiche auch, also Programmpunkte von den Kindern und Jugendlichen gewünscht. Und aber auch gibt es zwei Ferienfahrten nach Sylt, ins Fünfstädterheim nach Hörnum. Und also zweimal zwei Wochen, einmal für die 9- bis 12-Jährigen und einmal für die 12- bis 15-Jährigen. Und dann gibt es auch noch hier im Haus eine feste Ferienbetreuung, wo man sich für eine Woche anmelden kann. Das nennen wir Stadtranderholung. Das ist für die jüngeren Kinder von 7 bis 11 Jahre. Genau, das ist in den Sommerferien, und die Herbstferien sind ähnlich wie die Osterferien. Da geht es dann wieder punktuell, machen wir Ausflüge oder hier besondere Aktionen, viele Turniere, Kochen, Backen, alles Mögliche. Also, in was für einem Raum sind wir denn hier? Wir sind hier im Toberaum. Da kann man toben, so wie der Raum das sagt. Also mit Kissen schmeißen und alles, was man wahrscheinlich zu Hause nicht so darf. Aufräumen muss man natürlich trotzdem. Dankeschön.